Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Forager! Es ist ein neues Update rausgekommen. Ihr seht oben rechts, es ist Version 3.0.5. Also sogar seit Version 3 hat er wohl nochmal ein paar Mal abgedatet. Aber eigentlich geht es um dieses 3er-Update. Und wir gucken mal in den Entwicklungsplan, denn ich habe das Mai-Update damals ausgelassen, weil es da nicht wirklich vieles Neues gab. Wir sehen hier, es gab neue Modi, es gab Wetter und Quality of Life Changes, was auch immer das bedeuten soll. Wahrscheinlich irgendwie, dass man seine Items besser verwalten kann, etc. Und Improved Options-Menü-Dinger, aber da hat sich halt nicht so viel geändert. Aber dieses Mal, beim 3er-Update, gab es jetzt dieses Combat-Update. Und da gibt es nämlich zum einen ein neues Biom. Beziehungsweise hier steht sogar neue Biome. Ich kenne nur ein neues Biom, nämlich The Void. Und das ist relativ im Late-Game. Das heißt, das werden wir jetzt vielleicht noch nicht sehen, aber irgendwann mal. Aber diesen Hard-Mode gibt es jetzt. Und das ist sehr interessant, denn in diesem Hard-Mode gibt es ganz vieles Neues. Wie zum Beispiel neue Bosse und Enemies, wie es da auch schon steht. Und Improved Combat Difficulty und so. Die Bosse sollen auch ganz tolle neue AI bekommen haben. Und was weiß ich alles. Deswegen spielen wir jetzt einfach mal auf einem neuen Spielstand weiter. Guck mal, ich habe ja schon irgendwann mal knapp 13 Stunden gespielt. Da habe ich, glaube ich, auch noch was ich eigentlich machen könnte. Aber wir machen ein neues Spiel erstmal. Und zwar in diesem neuen Hard-Mode, den wir hier sehen. Als ich das letzte Mal Forager gespielt habe, da ist es halt erst rausgekommen. Da gab es noch diesen klassischen Modus. Und in der Zwischenzeit ist noch so ein Speedrun-Modus rausgekommen und ein Einzel-Insel-Herausforderungsmodus. Aber da hat sich nichts am Spiel wirklich verändert. Deswegen jetzt mal wieder im Hard-Mode. Kenne ich noch nicht, ist neu. Lust auf eine Herausforderung, Gegner schlagen härter zu und erscheinen jede Nacht. Genau, das ist auch eine Neuigkeit. Die Gegner, die jede Nacht erscheinen, scheinen auch die Base anzugreifen. Jetzt frage ich mich, was das genau bedeutet, ob sie dann auch die Öfen und sowas angreifen. Weil das wäre sauer sich, aber irgendwie auch cool. Oder nicht? Wie seht ihr das? Ich finde das cool. Und die Herstellungskosten sind erhöht und die Gegner machen mehr Schaden und alles Mögliche. Ja, ja, ja. Und alles kostet mehr Items. So, ich habe richtig lange kein Forager mehr gespielt. Holy moly. Okay, mit B können wir schon mal Menü öffnen. Es hat sich ganz, ganz viel verändert laut Patch Notes. Zum Beispiel soll hier im Skill Tree ganz viel verändert worden sein. Am Anfang wahrscheinlich noch nicht, aber hier sollen ganz viele unnötige Abzweigungen rausgenommen worden sein. Und das soll alles dieses Pacing und wie lange das Spiel allgemein geht verändern. Und ja, wer Forager nicht kennt, das ist so ein Mix aus Stardew Valley. Was hat er noch genannt gehabt? Minecraft, weiß ich nicht. Und Farmville? Nee, Farmville klingt falsch. Vielleicht Stardew Valley ist ja schon irgendwie Farmville-mäßig. Nee, Farmville meine ich aber auch gar nicht. Ich meine dieses andere Spiel da, wo man auch auf einer Farm ist. Ihr wisst schon, was ich meine, dass es auf dem Gamecube und so gab. Was ich nie gespielt habe, aber das gibt es auch. Ja, und was macht man in Forager? Am Anfang hat man nur eine Insel und muss hier halt Sachen abknuddeln. Und es ist sehr grindlastig. Heißt, ich werde garantiert auch ein bisschen, also in späteren Parts wahrscheinlich erst, das Video immer mal vorspulen, wenn es irgendwas zum Grinden gibt. Und ja, jetzt am Anfang ist erstmal nur wichtig, dass wir einen Ofen bauen. Dafür brauchen wir Steine und ich glaube, wir haben jetzt sogar schon genug Steine. Und dann können wir hier reingucken, in Bauen und dann unter Farmen, okay, doch nicht, unter Industrie, haben wir einen schönen Ofen. Und jetzt können wir hier einen Ofen platzieren. Toll, oder? Und ich habe noch irgendwie, kann man diesen Ofen, warte mal. Ah genau, guck, hier kann ich nämlich sagen, Ofen und dann Rezept anheften zum Beispiel. Jetzt ist das Rezept irgendwo angeheftet. Ah, und jetzt habe ich das da auf der rechten Seite. Ach, und jetzt kann ich sehen, wie viel Zeug ich dafür brauche. Ah! So, und in diesem Ofen haben wir jetzt neue Rezepte. Zum Beispiel können wir hier Kohle herstellen, die brauchen wir auch, um nämlich den Ofen anzuheizen. Wie auch immer wir Kohle herstellen sollen, wenn wir noch gar nichts da drin haben. Aber aus Holz macht man anscheinend irgendwie Kohle, obwohl man kein Feuer hat. Aber ist so. Hier kann man inzwischen übrigens auch die Hälfte wählen oder unendlich. Und endlich ist auch neu, Leute. Das gab es früher noch nicht. Oder halt hier einfach Max. Und dann stellen wir jetzt maximal viele Kohle her. Und dann kommt die hier oder kann man die einsammeln. Und mit dieser Kohle geht das natürlich noch viel geil schneller, Sachen zu machen. Oder die Kohle hält länger, als wenn wir mit Holz heizen würden. So, und wo wir jetzt Kohle haben, können wir uns auch Eisenbarren bauen. Und zwar einfach mal, also aus Eisenerz und Kohle können wir jetzt Eisenerz herstellen. So, und während das herstellt, kann man hier natürlich immer weiter Sachen abbauen und sich auch mal überlegen, was man als nächstes bauen wollen würde. Bin mal gespannt, wann es hier Nacht wird und wann die ersten Gegner kommen, weil bis jetzt haben wir nur die Eisenspitzhacke und das ist natürlich nicht so geil. Wir sollten uns vielleicht auch sehr, sehr schnell mal ein Schwert holen. Ich habe jetzt natürlich einen Vorteil, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe und quasi weiß, was man machen kann. Das ist jetzt sehr, sehr lange her. Keine Ahnung, wann ist denn das rausgekommen? Vor einem halben Jahr oder so? Also schon eine Weile her. Ich bin hungrig. Stimmt, das gab's auch nicht. Es gab Hunger, ne? Ihr seht oben links diese grüne Anzeige und die bedeutet, wir haben Hunger. Und wenn die auf null fällt, dann verlieren wir, glaube ich, Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass im Hard-Modus man sogar stirbt, wenn man zu wenig isst. So, deswegen können wir hier geil Beeren essen. Nom, 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 nom.
Und dann steigt diese grüne Anzeige. Und jetzt wird sogar angezeigt, oh, da ist unser erster Gegner, Leute. Wie viel uns das bringt? Das bringt uns 5 grüne Energie und keine Leben, wenn wir sie essen. Und wir können es auch zur Werkzeugleiste hinzufügen. Und jetzt haben wir das quasi hier unten in der Leiste als Schnellleisten-Dings. Wieso sind hier jetzt Gegner? Okay, und das ist Hardmodus, das heißt, sie haben mehr Leben und sind auch krasser drauf. Okay, man kann auch ausweichen. Au. Und die machen einfach einen ganzen Schaden. Ihr Arschlöcher. Hallo, das ist meine Insel. Geht ihr bitte von meiner Insel runter? Ich bin Level 2. Was macht der jetzt? Gegen ein Level 2 Dizzy kommt ihr niemals an. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Ich mach dich kaputt. Sorry. Ich will übrigens auch noch... Eigentlich wollte ich erst wieder Forager spielen, sobald der Multiplayer rausgekommen ist. Der soll jetzt allerdings im Herbst kommen. Für meine Empfindungen ist es zwar schon Herbst, aber okay, also da wird es dann wahrscheinlich nochmal ein Forager 4.0 geben. Frage ich mich auf jeden Fall, was da passieren wird. Shit, ich wollte eigentlich probieren, was passiert, wenn ich keine Energie mehr habe. Ob ich dann, also ich weiß, dass ich Leben verliere, aber ob ich dann auch sterben kann, weil ich keine Leben habe. Ich glaube, früher bei Forager war das nämlich noch so, dass man dann auf ein Leben oder so runtergegangen ist. Aber dann gar nichts passiert ist, oder? Oder ich hatte irgendeinen Buff, das kann auch sein. Und dieser Buff hat einfach gemacht, dass ich nicht sterben konnte, weil ich mich zu doll geheilt habe. Aber er meinte halt, hier dieser... Typ, der das gemacht hat. Ich habe seinen Namen vergessen. Der Forager-Macher meinte, dass es jetzt alles viel krasser ist und man auch ein bisschen überlegen muss. Aber ich bin ja schon mal froh, dass die Gegner hier nicht unseren Ofen angegriffen haben. So, wir sind natürlich auch Level 2 geworden. Das heißt, wir können mal in unsere Skills hier reingucken. Plopp! So, jetzt bin ich gespannt, was es hier neues, tolle Sachen gibt. Das war sowieso immer das Schwerste bei damals, den richtigen Skill auszuwählen. Schaltet Stahl frei, schaltet Glas frei. EP, Bauen von Gebäuden. Hm. Baumwolle, Weizen. Baumwolle ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Magie, erhalte 25% mehr EP. Ich glaube, das ist am Anfang am besten, dass man halt schneller levelt. Heißt, wir holen uns Magie. Und dann können wir hier nämlich auch bald Schwert und so holen. Ich glaube, das ist die beste Methode. Ich habe jetzt gar nicht die vierte Sache angeguckt, die man hier noch machen kann. Aber ist ja erstmal egal. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich ein bisschen Geld habe. Für die zweite... Ah, er greift meinen Ofen an. Was soll das denn? Aber ja, ich spule jetzt ein bisschen vor, bis ich die zweite Insel habe, weil am Anfang ist hier halt noch nicht so viel los, Leute. Stufe 3, das haben sie immer noch nicht verändert, dass halt endlich mal ein S rankommt in der deutschen Synchro. Oh mein Gott. Na guck, und jetzt können wir nämlich richtig cool machen. Ich will nämlich eine Schmiede haben. Jetzt hefte ich das hier an. Hm, was brauche ich denn für eine Schmiede? Früher musste man sich das nämlich merken. Und jetzt kann ich was sagen. Ach, ich brauche noch 4 Ziegel dafür. Na dann stelle ich auch einfach mal 4 Ziegel her. Schwupp, sind 4 Ziegel hergestellt. Oh geil, jetzt kann ich meine Schmiede bauen. Und ich muss mir nicht mehr merken, was ich bauen wollte. So, jetzt kann ich hier meine Schmiede hinpacken. Und wie jeder weiß, ich packe sie einfach genau dahin, wo ich auch beim ersten Mal das gemacht habe. Mir doch egal. Wir können einfach mal alles bauen hier. Nähstation auch. Und an der Schmiede kann man, wie jeder weiß, Münzen herstellen. Und Münzen braucht man, um neue Inseln herzustellen. Und für Münzen braucht man was? Goldbarren. Und Goldbarren kriegt man wie? Indem man an den Ofen geht und guckt, was Goldbarren brauchen. Goldbarren? Ach, hier kann man auch das Rezept anheften. Für Goldbarren brauchen wir Kohle. So, so. Ja, und so stellt man dann eins nach dem anderen her, bis man ganz tolle Sachen hat. So, aber jetzt spule ich wirklich vor, bis wir gleich die zweite Insel haben. So, jetzt haben wir, ich sollte Land kaufen und expandieren. Okay, wenn du das sagst, Klein Dizzy, hier, Land für 38 kaufen. Bing! Geil, ich bin gespannt. Ist das dieselbe Insel? Nee. War nicht früher hier dieses komische Abenteuerhaus? Ist das jetzt alles random? Ich glaube, früher war das nämlich nicht random, wie die Ländereien hier sind. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, früher hatte man ganz schnell irgendwie diese Abenteuergilde gefunden und den alten Mann. Der war, glaube ich, links von der Hauptinsel, oder nicht? Dieser alte Mann, dieser Magier, der komische Sachen von einem wollte. Es gibt übrigens auch neue NPCs und sowas. Und das Ding macht, glaube ich, Wildbeuterobelisk. Gehalten Bonus-OP beim Sammeln von Kräutern und Feldfrüchten. Ah ja. Heißt, wenn wir jetzt hier Beeren einsammeln, dann kriegen wir mehr EP. So, wir haben noch 2 neue Skillpunkte und wir holen uns einfach mal zuallererst natürlich Kampf. Schaltet Schwerter frei. Das ist immer gut. Weil diese Gegner hier scheinen sehr stark zu sein. Das hier ist auf jeden Fall neu. Ausweichen. Erhöht die Ausweichchance um 15%. Okay, scheint auch RNG dann zu sein. Und ich würde sagen, mehr Münzen ist immer gut. Hier, jedes Mal 4 extra Münzen und wir kriegen sogar gleich 40 Münzen, wenn wir das machen.
Guck mal, ich bin hier richtig auf dem Vormarsch, Leute. Ich werde richtig reich. Das hier ist auf jeden Fall Baumwolle. Das weiß ich auch noch. Hallo, komischer Gegner. Tja, du hältst vielleicht gerade noch ein paar Angriffe aus, aber ich hole mir jetzt ein Knochenschwert. Und dafür brauche ich nämlich nur Gelee und Eisenbarren. Okay, warte, wir müssen ein paar von den Dingern... Du kommst gerade richtig. Wir müssen ein paar dieser Schleimdinger töten. Und, warte, was? Guck, genau wegen sowas. Ich müsste jetzt 80 Millionen mal nachgucken, was ich überhaupt... Hä? Machen muss, um das Knochenschwert zu machen. Ich komme nicht an ein Rezept anheften, Leute. Ich spiele ja mit dem Controller. Und anscheinend, wenn man nicht mehr die Hälfte wählen kann, dann kann man auch das Rezept nicht anheften. Geil! Also ein paar Bugs scheint es anscheinend auch noch zu geben. Aber wir brauchen jetzt Eisenbarren und Gelee dafür. Was brauchen wir denn für die schleimige Spitzhacke? Eisenbarren, Glühwürmchen. Oh Gott, das dauert wieder ewig hier. Was brauchen wir für eine Flasche? Glas und Faden. Okay, wir stellen erstmal so ein Knochenschwert her. Eisenbarren und Gelee. Wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe eine Nähmaschine gebaut, habe wieder ein Level-Up bekommen und habe mir ein bisschen Geld gemacht. Heißt, wir können jetzt hier wieder uns tolles Land kaufen. Wenn da jetzt nicht der alte Opa ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Nee, eine komische Kiste. Okay, haben wir Holz? Oh Gott, hoffentlich habe ich Holz. Denn mit Holz, wo war das bei Farben, ne? Können wir uns Brücken bauen. Zack, zack, zack. Und dann können wir da rüber gehen. Hoffentlich ist da was Gutes drin. Aber ich glaube, nein, ich habe kein Holz mehr. Ich glaube, dafür brauchen wir erstmal noch einen Schlüssel, ne? Ich glaube, die kann man gar nicht so öffnen. Ich brauche einen Schlüssel, Mama. Okay, ein Schlüssel kostet was? 2 Goldbarren. Das kriegen wir doch hin. Ich sehe hier nämlich Gold. Ich sehe hier Gold. Gold und mit Gold und Kohle. Ich hoffe, ich habe noch Kohle. Kann ich mir genau 2 herstellen. Oh, geil. Ja, gib mir dieses Gold. Gib mir diese Goldbarren. Bitte, alles in meine Tasche. Danke. So, haben wir 2 Goldbarren und dann stellen wir uns einen geilen Schlüssel her. So, haben wir einen geilen Schlüssel und mit diesem Schlüssel... Oh, guck mal, man kann inzwischen sogar durch die Büsche hier durch. Das ging früher auch nicht. So, aber mit denen öffnen wir jetzt hier diese coole Truhe und da ist eine Laterne drin für bessere Sicht in der Dunkelheit. Geil, die leuchtet jetzt, aber macht sonst nichts. Also ziemlich unnötig. Diese Insel war sehr unnötig, muss ich sagen. Okay, und anscheinend spawnen auch nicht so viele von den Slimes, also nicht so viele, wie ich gerne haben wollen würde. Aber wir sind Level 6, Leute, wir können wieder 2 Skills einsetzen. Okay, also man levelt wirklich sehr, sehr schnell am Anfang. Kann auch sein, dass das Skill-Level ein bisschen erhöht worden ist. Und ich habe mich jetzt darauf eingelassen, weil die Idee ist jetzt erstmal ganz viel Geld natürlich zu holen. Das heißt, wir skillen alles, was irgendwie Geld bringt. Und ich brauche auf jeden Fall auch Baumwolle. Deswegen hole ich mir auf jeden Fall einmal Wildbeuter. Ein Markt ist ganz geil, weil man da Sachen verkaufen kann und dann auch viel Geld macht. Ja, komm. Gehen wir den Handelnweg hier. Wir gehen den Wirtschaftsweg auf jeden Fall. Guck hier, Banking. Banken sind natürlich auch richtig gut. Was können wir denn sonst machen? Ja, ich habe ja, wie gesagt, die Nähmaschine geholt, aber dafür braucht man sehr viele Fasern. Ich hoffe, die erscheinen jetzt ein paar Mal häufiger. Und damit habe ich nämlich vor, einen kleinen Geldbeutel mir zu holen. Dafür brauchen wir natürlich sehr viele Faden, ne? Sehr, sehr viel. Aber dann sind Münzen 25% mehr wert. Und Münzen sind halt am Anfang wirklich alles, damit man sich neue Inseln und sowas kaufen kann. Heißt, ich werde jetzt wieder ein bisschen farmen. Alter, neuer Gegner. Au, what? What? Ich hatte volle Leben. Der hat mich einmal mit seinem Bogen abgeknallt und ich bin einfach gestorben. What the fuck? Der hat 3 Leben abgezogen. Okay, das ist also der Hard-Modus, Leute. Der krasse Bogentypi. Na gut, dann würde ich aber sagen, war es das mit der ersten Folge. Lasst mich mal wissen, ob ihr da mehr Folgen von sehen wollt. Es ist halt sehr grindlastig. Heißt, ich werde viel aufnehmen und viel wegschneiden müssen. Und dann mal gucken, was für Folgen da rauskommen. Aber ich glaube, mit so einem Tod kann man die Folge ganz gut abschließen. Und ich bin gespannt, was es da auf jeden Fall noch so für neue Sachen gibt. Das mit diesem neuen Inventar und sowas ist auf jeden Fall schon mal ganz gut gelöst. Und die Gegner, von denen muss man auf jeden Fall aufpassen. Früher war das halt voll egal, ob sie da waren oder nicht. Aber anscheinend sind die jetzt wirklich ein bisschen krasser. Vielleicht war er einfach nur krass, weil er so ein Bandana hatte. Das kann natürlich auch sein, aber keine Ahnung. Ja, aber dann war es das mit der ersten Folge. Vielen Dank, dass ihr schon wieder, wenn euch der Fall gefallen hat, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.